Thank you.
wenigen Wochen.
Diesmal hast du dir zu viel aufgeladen. Ich suche zu tun, was mir möglich ist. Ja, ja, du bist brav. Dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes. Meinst du, ich könnte dir nicht ins Herz sehen? Thank you.
Haushaltung gehört doch etwas mehr. Hat man nicht auch Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig lebt sie vor das Leben, manche Hunger stellt sich ein. Den strengsten Befehl habe, niemanden zu den Staatsgefangenen zu lassen. Du wirst dich zu Tode arbeiten, Vater. Ja, ja, ihr habt recht. Ihr Gouverneur muss mir doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen.
Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Ja, du hast erraten. Es ist schon lange her, dass er gefangen ist? Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnt ihr nicht ertragen. Warum nicht? Ich habe Mut und Kraft. Dann wäre es gut, die still, wie du erzählen. Ja, sei so gut, ja, mach ihn 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 gut, ja
Etwas Neues? Nein, Herr. Depeschen? Hier. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Was ist das? Ich kenne diese Schrift. Der Minister hat in Erfahrung gebracht, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist ab, um Sie zu überraschen. Seien Sie auf der Hut und suchen Sie, sich sicherzustellen. Wenn er entdeckte, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, ihn, den er längst totklaut. Doch es gibt ein Mittel, eine kühne Tat. Auf die Straße nach Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet nahen sehen, lassen Sie augenblicklich ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Fort! Rocco. Herr. Jetzt! Alter! Jetzt hat es Eile! Hier wird ein Blick und Eile! Du wirst ein reicher Mann. Was will ich nur daran? Was
galant, den bösen Untertan schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr, den starken Ikaran, den bösen Untertan schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr, oh, Herr, er darf nicht mehr noch leben, sonst ist es unbestehen. Ich lebe im Karus aus dem Leben, Oh,
Ich habe euch so oft gebeten, die armen Gefangenen in unseren Garten zu lassen. Das Wetter ist so wunderschön und der Gouverneur kommt bestimmt nicht hierher. Ohne Erlaubnis des Gouverneurs? Aber er sprach doch lange mit dir. Vielleicht solltest du ihm einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Du hast recht, Marceline. Shakiro, Fidelio, öffnet die leichteren Gefängnisse. Ich gehe zu Pizarro und halte ihn zurück, indem ich für dein Bestes rede. Verrauscht im Ohr und Wind.
Mut, zu Scharmel raffte ich meine Mut, und truge meines vor, und sollst du's glauben, was ihr zur Antwort mir gab? Die Heirat und das du mir hilfst, wieder erlaube, noch heute führ ich in den Kerker dich hinab.
Thank you.
Himmel zur Freiheit, zur Freiheit!
Vielleicht ist er tot. Er meint es. Nein, nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, sein Gesicht zu erkennen. Zu kommen. Gib mir die Haue. Du stell dich hierher. Du zitterst. Fürchtest du dich? Nein, es ist nur so kalt. So mache ich vor dem Arbeiten, wird es schon warm werden. Oh!
habt wieder ein wenig geruht. Geruht? Wie fände ich Ruhe? Oh, die Stimme. Lass mich nicht verschmachten. Er ist's. Aus Barmherzigkeit, gebt mir einen Tropfen Wasser. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein, das ich im Krug habe. Fidelio. Da ist er. Wer ist das? Mein Schließer. Du bist ja so bewegt. Ihr selbst, Meister Rocco. Es ist wahr. Der Mensch hat eine Stimme. Ja. Is not mine.
Bescheid zu geben. Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, Taru, ich vergiss nicht, es gibt eine Vorsehung. Oh ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja. Es ist eine Bravour geöffnet zu werden. Der Bursche soll sich entfernen. Geh, entfern dich. Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn los vom Stein. Die Zeit drängt. Thank you.
für mich getan? Zu euch, ihr armen Herren.
sich ab, bewegte sich fort vor unserer Rede. Alle Wormen, beeile dich, ich fahre sich, dort flog es nach. Der Tote glaubte, damit er dir für Wahrheit schrie, weil er ohne Zeile rief. Mein Freund, der Tote glaubte. Ah!